Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video machen wir etwas super Bescheuertes. Und zwar werde ich versuchen, heute 10.000 Kalorien zu essen. Und wir haben jetzt noch relativ früh morgens. Ich bin auch gerade erst aufgestanden, deswegen sehe ich auch noch so ein bisschen verdusselt aus. Ich habe mir schon mal was angezogen, aber ich habe Bärenhunger. Deswegen werde ich jetzt auch schon direkt mit dem Video starten, weil ich möchte einfach nur frühstücken. Falls ihr diese Art von Video cool findet, dann hinterlasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Kalorien zählt, ja oder nein. Ich habe noch nie vorher in meinem Leben Kalorien gezählt. Das ist jetzt quasi das erste Mal, dass ich auf Kalorien achte. Aber ja, nur weil ich halt versuchen möchte, heute diese unglaublich große Menge zu mir zu nehmen, möchte ich hiermit natürlich niemanden zum Nachmachen animieren. Das ist sicherlich nicht das Gesündeste, was man machen kann. Aber ich habe einfach unglaublich Lust darauf und möchte das einfach unbedingt mal ausprobieren selber. Deswegen starten wir jetzt mit meinem ungesunden Frühstück. Kurze Unterbrechung: auf meinem Instagram-Account findet aktuell eine XXL-Verlosung statt im Wert von 2.500 €, bei der ihr zum Beispiel auch ein iPhone gewinnen könnt. Ihr findet mich auf Instagram unter dem Namen Xlater und ich packe euch auch nochmal den direkten Link zu der Verlosung in die Infobox. Und ich glaube, dass das auch ganz interessant sein könnte. Das hier ist jetzt mein Bauch vor 10.000 Kalorien. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie ich dann heute Abend aussehen werde. Also zum Frühstück hatten wir noch nicht so viel hier zu Hause. Ich werde gleich noch ein paar ungesunde Sachen einkaufen. Aber ich werde das hier auf jeden Fall trinken. Das ist irgend so ein Schoko-Süßgetränk. Hat Jonas mir gerade an der Tanke geholt. Und diese Flasche hier hat 215 Kalorien. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, oder? Für den Start. Und dann habe ich auch noch das hier bei uns im Kühlschrank entdeckt. Das ist ein weißer Schokoladepudding mit Sahne. Und der hat auf 100 Gramm 170 Kalorien. Hier sind aber 180 Gramm drin. Das heißt, ich werde euch hier dann nochmal hinschreiben, wie viel Kalorien das dann genau sind. Okay, Leute. Ich filme so ein bisschen, damit ihr hier auch seht, dass ich das wirklich esse. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das bei allen Sachen, die ich esse, mache, weil das Video sonst, glaube ich, 20 Minuten lang wird. Aber wir haben an dieser Stelle ein kleines Problem. Die Kamera steht nämlich gerade auf einem Brotaufstrich, den ich als Stativ nutze, den Jonas gerne hätte. Dann stellen wir gerade die Kamera runter. Okay, Jonas stellt dann gleich wieder seinen Brotaufstrich dahin. Wir haben übrigens noch einen zweiten von diesen Drinks. Ja, ich würde lieber einen Kühlschrank stellen und später trinken. Ich trinke nicht so viel zum Frühstück. Ich möchte lieber noch einen Saft probieren. Wir können auch heute Waffeln essen gehen. Hm. Oder wir fahren in eine sehr bekannte Fastfood-Kette hier. Da gibt's Kalorien. Mhm. Ich habe schon ewig nicht mehr so Chicken Wings oder so gegessen. Das ist korrekt. Pudding ist leer. Boah, das schmeckt super abgelaufen. Ich schwöre auf alles. Und das läuft an meinem Geburtstag ab. Das ist cool. Das hier schmeckt mir nicht. Das schmeckt auch überhaupt nicht süß, das schmeckt mega bitter. Bitter? Mhm. Mhm. Probieren? Aber nur einen Minischluck. Er hat wirklich nur einen Minischluck genommen. Das ist doch nicht bitter. Mhm. Das ist genauso, wie ich meinen Kakao früher immer getrunken habe. So richtig so. Das ist ja kein Kakao mehr, also ja, flüssige Schokolade. Vielleicht kommt es mir auch nur so bitter vor, weil ich vorher das da gegessen habe. Weil das war richtig süß. Das kommt mir mega bitter vor, wirklich jetzt. Nein, das ist total süß auch. Okay. Boah. So, und dann gönne ich mir jetzt noch ein Glas Bananensaft. Da habe ich sogar Lust drauf. Und das hat pro 100 Milliliter 60 Kalorien. Okay, und dann werde ich mich jetzt auf die Couch setzen und das dann genüsslich Schluck für Schluck in der nächsten Stunde zu mir nehmen. Das heißt, das werde ich dann nicht mitfilmen können. Und dann melden wir uns mit einem Vormittagssnack. Okay, kleines Update. Ich musste jetzt ein paar Sachen am Laptop erledigen, deswegen habe ich mich jetzt noch nicht fertig gemacht, weil das war dringender. Mein Bananensaft habe ich ausgetrunken. Der war auch wirklich lecker. Also hat mir echt gut geschmeckt. Und deswegen denke ich, werde ich auf jeden Fall heute schon die ganze Flasche mal zwischendurch wegtrinken. Ich gehöre sowieso zu diesen Menschen, die unglaublich viel am Tag trinken. Deswegen fällt mir das jetzt nicht schwer oder so. Aber ich habe eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Und zwar haben wir bei uns zu Hause richtig oft immer diese Macadamia-Nüsse hier. Da steht drauf, ohne Öl geröstet und gesalzen. Und ehrlich gesagt finde ich, dass sie gar nicht so ungesund aussehen. Jetzt habe ich aber halt mal ernsthaft entdeckt, dass einfach 100 Gramm 756 Kalorien haben. Und hier drin ist 125 Gramm drin. Und 125 Gramm sind echt nicht viel. Also so eine Tüte schafft man locker alleine mal so zwischendurch. Sind auch gar nicht mehr so viele drin. Ja, 5. Das heißt, ich habe jetzt gerade einfach mal so
900 Kalorien gegessen, ohne es wirklich zu merken. Weil bei diesem Vanillepudding und so waren wir das schon sehr bewusst, aber die hier schmecken halt null nach 900 Kalorien. Die sind sehr lecker, kann ich bestätigen. Wirklich sehr lecker. Möchte eine noch haben, die letzte. Ja. Ich habe ihm nur eine Hälfte gegeben, das zählt. Ich werde mir wahrscheinlich heute nochmal irgendwelche Nüsse kaufen, weil ich liebe Nüsse einfach. Und wenn ich dadurch so leicht Kalorien zu mir bekomme, dann passt das. Das war übrigens gerade Harry. So, dann machen wir mal weiter. Und zwar habe ich mich jetzt gerade informiert, wo ich denn zu Mittag essen werde. Und ich habe mir überlegt, ich möchte gerne in eine Fastfood-Kette gehen und mir da irgendetwas holen. Weil ich da schnell an etwas komme, ich auf einige Sachen echt richtig Bock habe und meistens das Ganze auch nicht allzu lange satt macht. Deswegen habe ich mir überlegt, ich hole mir die 20er Chili Cheese Nuggets. Die haben nämlich 1220 Kalorien und ich habe letztens die schon mal gegessen. Und ja, es ist sehr, sehr viel. Mir war danach auch schlecht, aber es hat echt gut geschmeckt. Deswegen würde ich sagen, wir gehen die eigentlich gleich holen. Wir haben jetzt noch nicht mal 12, also noch relativ früh morgens, aber ich denke mir, wenn ich halt jetzt anfange, so ein Mittagessen zu essen, dann habe ich später nochmal Zeit für ein zweites Mittagessen. Ja? Könnte funktionieren. Deswegen fahren wir jetzt mal zu Burger King. Ich habe mich jetzt fertig geschminkt. Jonas packt gerade noch Verlosungspakete zusammen. Er ist so nett und hat mal diese Aufgabe hier übernommen. Und ich gönne mir jetzt mein drittes Glas Bananensaft. Wie ihr seht, hier in der Flasche ist auch gar nicht mehr so viel drin. Also das ging auch echt sehr, sehr leicht weg. Und dann holen wir mir endlich diese Chili Cheese Nuggets. Ich habe sogar echt Bock auf die. Und ich habe mir heute noch nicht mal die Haare gekämmt, ey. Leute, wenn man irgendwie kein vernünftiges Frühstück hatte, dann fühlt man sich so unglaublich unmotiviert. Ich merke das total irgendwie. Ich komme nicht in den Tag rein. Richtig weird. Wer habe ich da noch, bitte? Hallo, ich hätte gerne eine 20er Packung Chili Cheese Nuggets und eine mittlere Cola dazu. 20er Chili Cheese Nuggets? Ja. Und mittlere Cola? Ja. Okay, Leute, ich habe mein Essen. Boah, riecht schon richtig danach. Ta-ta-ta-ta. 20 Chili Cheese Nuggets. Und? Ich glaube, ich finde die von McDonald's besser. Oh. Mega heißer. Willst du auch einen? Nein, das sind deine Kalorien. Ja, vielleicht einen. Einen darfst du. Und eine Cola dazu. Die sind noch so heiß. Leute, wir haben gerade festgestellt, dass hier in dieser Box viel mehr als 20 Nuggets drin sind. Ich meine, ich habe ja auch alles auf Video. Das ist jetzt, glaube ich, mein dritter oder vierter. Ich glaube, mein vierter. Jonas hatte sich ja auch eingenommen. Und aktuell sind hier noch 17 Nuggets drin. Das heißt, hier müssen dann irgendwie so 22, 23 Nuggets drin gewesen sein. Ja. Nö, 21, 22. Ja. Dein Problem. Ich meins. Ungefähr die Hälfte gegessen und hier gegenüber ist eine Tankstelle und da wollten wir mal nach einem ganz bestimmten Drink suchen, weil nämlich unsere Cola jetzt leer ist. Deswegen schauen wir da mal ganz kurz vorbei. Okay, wir sind jetzt wieder im Auto. Richtig Pech gehabt. Die hatten das nämlich einfach nicht. Ich habe eigentlich so einen Snickers-Drink gesucht und normalerweise findet man den eigentlich immer an Tankstellen. Aber ja, hier irgendwie nicht. Wir werden jetzt auf jeden Fall wieder nach Hause fahren. Hey, dabei kann ich nicht filmen, weil sonst seht ihr da unseren Nachhauseweg. Und dann esse ich noch die restlichen 9 oder 8 Chili Cheese Nuggets auf. Ich muss sagen, die schmecken immer noch, auch wenn ich jetzt schon 11 Stück oder so davon gegessen habe. Und die sind lustigerweise immer noch warm, was sehr, sehr cool ist. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Das hier ist unsere Chili Cheese Nugget Box, die Jonas einfach schon direkt auseinandergebastelt hat und in den Müll geschmissen hat, weil sie leer war. Und ganz ehrlich, ich bin richtig müde. Ich weiß nicht ganz genau, woran es liegt. Normalerweise habe ich nicht so das Problem damit. Aber irgendwie, ich glaube, es liegt halt tatsächlich an der Ernährung, komme ich irgendwie heute nicht so wirklich in den Tag rein und bin einfach die
die ganze Zeit müde. Sonst ernähre ich mich eigentlich schon relativ gesund, aber halt nicht, weil ich irgendwie darauf achte, sondern einfach ich von Natur aus sehr viel Wasser trinke, Obst und Gemüse esse und nicht so viel. Und da sind auch definitiv ungesunde Sachen dabei, aber halt nicht so viel an einem Tag. Und ich meine, wir haben jetzt noch gar nicht mal so spät, ich glaube jetzt insgesamt 12, 13 Uhr, weiß ich nicht. Und dafür habe ich heute ja schon relativ viel Süßkram gegessen. Ich glaube, ich bin aktuell bei ungefähr 3.500 Kalorien bis 4.000. Also ich habe fast schon die Hälfte geschafft. Und irgendwie merke ich einfach, dass irgendwas nicht so mit mir gerade stimmt. Update, ich bin auch mal dazu gekommen, mir die Haare durchzukämmen. Der Bananensaft ist jetzt so gut wie leer. Letzter Schluck. Und ich habe mir jetzt noch so einen Snickers-Stick genommen. Das ist irgendwie so ein Mini-Snickers und der hat auch, glaube ich, nur 100 Kalorien oder so. Aber ich hatte jetzt einfach mega Lust darauf, Leute. Ich liebe Snickers. Und Jonas hat sich jetzt auch gerade was zu essen gemacht. Und zwar, kann ich mal zeigen. Das ist nämlich echt lecker, aber ich esse es nicht, weil es hat mir zu wenig Kalorien. Ein Süßkartoffeleintopf mit Kichererbsen. Ist auf jeden Fall ganz cool, wenn es schnell gehen muss. Und Jonas hatte heute keine Lust für sich, alleine quasi was Schönes zu kochen. Wahrscheinlich habe ich jetzt noch voll viel Schokolade im Mund. Aber ich bekomme mich heute einfach ernsthaft zu gar nichts aufgerafft. Und das ist so schlimm. Und das habe ich normalerweise echt nie. Ich wollte eigentlich zwischendurch so ein bisschen ausmisten oder irgendwie mal rausgehen. Aber ich habe keine Ahnung. Irgendwie fühle ich mich einfach so energielos und träge. Keine Ahnung. Leute, dieser Tag hat jetzt einfach seinen ultimativen Höhepunkt genommen. Und zwar bin ich auf der Couch eingeschlafen. Oh, ich habe keine Ahnung, was dieses Video hier gerade aus mir macht. Ich habe jetzt ungefähr 5000 Kalorien bis jetzt zu mir genommen und irgendwie bin ich einfach... Ich weiß ja nicht mal, ob ich mich unbedingt satt fühle, sondern ich fühle mich halt einfach anders. Irgendwie so schlapp und antriebslos. Normalerweise bin ich eigentlich echt nicht so. Wirklich, in der Zeit, in der ich nicht filme, also wenn ich nichts esse, dann chill ich eigentlich nur auf der Couch rum, schlafe ein oder hänge am Handy. Und normal krank. Auf jeden Fall, das ist jetzt das Nächste, was ich mir vornehmen werde. Ein Mars-Getränk. Das hat Jonas mir gerade besorgt, der war nämlich eben unterwegs. Und das hier hat, wenn man es komplett austrinkt, 250 Kalorien. Ehrlich gesagt, ist das noch nicht mal so viel. Aber ich habe einfach mega Bock darauf. Das habt ihr ja wahrscheinlich auch schon in dem Video gemerkt, dass ich nicht nur Sachen zu mir nehme, die irgendwie wirklich die allermeisten Kalorien haben, sondern auch einfach Sachen, auf die ich halt gerade Lust habe. Weil wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwie Sachen zu mir nehmen müsste, auf die ich gar keinen Bock habe, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es mir jetzt noch gehen würde. Ah, dieses Packaging ist nicht gut. Wow, es ist gerade was passiert, was nicht passieren sollte. Ich habe einmal kurz nicht hingeguckt und Tabi hat einfach dieses Metallstück hier abgeleckt, an dem noch was von diesem Milka-Shake dran war. Und es hat ihm geschmeckt, bis ich ihn ermahnt weggescheucht habe. Und hast du schon geschüttelt? Nein. Dann schüttel ich es erstmal. Kommst für einen Geschmackstest? Das schmeckt lecker. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich schwöre. Ah. Hä? Dir schmeckt das nicht? Echt ekelhaft, Mann. Also wirklich. Aber das schmeckt einfach nur nach Kakao. Ja, aber war nicht wie so ein normaler Kakao, sondern noch mit so Karamell und all so eine Scheiße drin. Ich find's mega lecker. Oh. Mmh. Wow, kann mich bitte jemand sponsern? Ich brauch davon einen Liter. Das ist so geil. Gab's davon noch mehr? Ja. Und nein, ich fahr jetzt nicht nochmal irgendwas einkaufen. Andere Sorten auch? Nein. Ist schon fast wieder leer. Seht ihr, er findet das auch cool. Mich zu riechen? Mich zu riechen? Er steht total da drauf. Er riecht die ganze Zeit. Kann ihm jetzt leider nichts geben, weil das wäre sehr fahrlässig. Ja, okay. Alles gut. Schade, dass das nur so wenige Kalorien hat mit 245. Weil davon, also Leute, ich schwöre, ich könnte davon jetzt echt noch 5 trinken. Leute, ich musste gerade ernsthaft Essen von meiner Kameralinse entfernen. So weit ist es jetzt schon gekommen, ey. Ah, diese Challenge ist echt in allen Bereichen eine Herausforderung für mich. Ich habe mich auf jeden Fall umgezogen. Ich wollte euch aber vorher noch ein kleines Update geben. Also, der Shake hier ist leer. Gott, zum Glück ist da jetzt nichts rausgekommen. Das wäre sonst voll der Fail. Ah ja, okay. Aber ansonsten leer. Und dann habe ich mir auch schon mein nächstes Getränk geholt. Und zwar, den hat Jonas mir auch mitgebracht. Mega lieb. Den gab es früher bei uns mal beim Hausmeister. In der Geschmackssorte Kirsche, Banane. Diese ganzen Getränke mit Kalorien bekomme ich definitiv einfach herunter
als das Essen. Irgendwie merkt man da die Kalorien einfach nicht. Und das macht einen nicht so krass satt wie Essen. Und da haben jetzt 100 Milliliter knapp 50 Kalorien. Das hier ist ein halber Liter. Das heißt, ich werde am Ende so 250 Kalorien damit aufgenommen haben. Das ist ja gar nicht mehr so schlecht. Und weil ich einfach echt noch gar nicht Lust habe auf Mittagessen. Eigentlich war ja geplant, dass ich wie so zwei Mittagessen mache, die Chili Cheese Nuggets und danach nochmal was Warmes. Aber irgendwie fühle ich mich nicht danach. Habe ich nicht so Appetit darauf. Deswegen habe ich mir noch unsere letzte Packung Nüsse geholt. Wir haben einfach immer so Nüsse zu Hause bei Jonas, die in Klausurphasen immer sehr, sehr gern isst. Die haben jetzt nicht ganz so viele Kalorien wie die anderen, die ich hatte. Aber 100 Gramm haben hier 663 Kalorien und das sind 125 Gramm. Und diese Packungen kriegt man halt einfach immer so schnell leer. Ich habe die erst vorhin angefangen zu snacken. Und es ist jetzt schon nur noch der Boden befüllt. Das heißt, die werde ich jetzt auch noch leeren. Und dann geht es jetzt für mich, wie gesagt, erstmal in den Supermarkt. So, ein bisschen Zeit ist jetzt wieder vergangen. Ich sitze gerade mit Jonas gemeinsam vor unserem PC und wir aktualisieren... Aua, hör auf, Alter. Wir aktualisieren gerade unsere Musik-Playlist. Das hatten wir sowieso schon immer mal vor. Und weil ich mich ja heute sowieso nicht so fit fühle, haben wir gedacht, machen wir das doch einfach mal jetzt. Ich habe mir mal dazu eine kleine Pizza gemacht. Jetzt habe ich auch wieder Bock auf was Warmes. Die hat wie viel Kalorien? Knapp 1000, oder? Ja, so 800 irgendwas, glaube ich. Genau, die werde ich jetzt hier vor euch essen. Geil. Mozzarella-Pizza übrigens. Ich habe jetzt wahrscheinlich eine halbe Tonne Pizza zwischen den Zehen, aber die Pizza ist leer. Ihr habt es gesehen, ungeschnitten. Ich habe diese Pizza komplett gegessen, alleine. Jonas hat mir ein kleines Stück Kruste gegessen, ne? Glückwunsch. Hat auch geschmeckt. Kleiner Cut, es sind jetzt ein paar Stunden vergangen. Ich war duschen, Haare waschen, habe ein bisschen Me-Time gemacht und musste erstmal diese Pizza verdauen, weil das waren bisher schon einige Kalorien heute. Und auf jeden Fall fühle ich mich jetzt wieder bereit für die nächsten Kalorien. Ich hatte auf jeden Fall in der Zwischenzeit Bock auf eine Pommes, deswegen hat Jonas mir einmal hier eine große Pommes geholt und auch noch eine Cola dazu. Ich schreibe euch da jetzt die Kalorien hin, aber das waren echt nicht so viele. Auf jeden Fall machen wir dann jetzt weiter mit den eigentlichen Kalorien heute Abend. Wir starten nämlich damit. Ich habe es schon geöffnet, aber ich konnte nicht widerstehen. Leute, diese Teile machen wirklich süchtig. Die sind von Haribo. Und da schreibe ich euch auch die Kalorien hin. Ah, ich habe es abgeschnitten. Hier. 100 Gramm haben 371 Kalorien und das ist eine 200 Gramm Packung. Und dann möchte ich mir die hier auch noch komplett gönnen. Es gibt Chips, die mehr Kalorien haben als die hier, aber ich hatte mega Bock, die mal auszuprobieren. Das sind quasi wie so Erdnussflips, nur als Donutform. Und dann dazu werde ich nochmal hier diesen zweiten Drink mir genehmigen. Und das ist erstmal das Erste, was ich jetzt beim Serienschauen essen werde und danach schaue ich, wie es mir geht. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen im Kühlschrank und in meiner Süßigkeiten-Schublade, die in Frage kommen würden. Ich bin nicht alleine bei meinem Serienabend. Jetzt schon. Und wir fangen jetzt an. Okay, also kleine Serienpause. Das hier habe ich jetzt auch gerade geäxt. Jetzt ist es ganz leer. Also die Gummibärchen und die Chipstüte. Und jetzt habe ich mir gedacht, das nächste, dem ich mich widme, ich habe gerade schon angefangen, ist das Eis hier. Das hatten wir nämlich in Miami gegessen von dieser Eiskette hier, die es international gibt. Und die Sorte Salted Caramel. Hat Jonas am allerbesten geschmeckt und jetzt haben wir das entdeckt und haben schon beide probiert, ob das denn auch so schmeckt, wie wir das aus Miami in Erinnerung haben. Und ja, schmeckt tatsächlich. Ich bin jetzt schon bei über 8000 Kalorien, werde mir jetzt das noch reinziehen und dann mal schauen, ob ich danach essen könnte, um auf über 10.000 zu kommen. Aber ich fühle
fühle mich wirklich schon sehr satt und ich weiß nicht, ob ich noch mehr reinbekomme. Ich werde euch auf jeden Fall morgen mal ein kleines Fazit von der ganzen Sache filmen. So Leute, wir haben jetzt den nächsten Morgen. Ich habe es nicht mehr geschafft, mich gestern Abend zu melden und ich wollte euch mal ein kleines Resümee geben von diesem ganzen Video und euch natürlich auch meinen Nachher-Bauch zeigen. Also generell muss ich sagen, ich bin schon ein Typ, der sehr viel isst. Das kann euch wirklich jeder aus meinem Freundeskreis bestätigen und deswegen habe ich niemals gedacht, dass diese Challenge mich so herausfordert. Aber man muss natürlich auch sagen, dass ich eher der Mensch bin, der auch super viel gesunden Kram isst. Ich esse am Tag unglaublich viel Gemüse, unglaublich viel Obst. Ich war schon immer das Kind, bei dem meine Eltern niemals Süßigkeiten oder sowas verstecken mussten, weil ich halt sowieso nie viel da dran gegangen bin, sondern einfach, wenn ich halt Lust hatte. Aber ich habe jetzt nie eine ganze Tafel Schokolade oder so alleine gegessen. Ich nasche gerne, aber halt nicht große Mengen. Und zum Beispiel liebe ich auch Fast Food und ich bin super häufig in Fastfood-Ketten, aber ich hole mir dann halt immer nur so eine Sache. Und es ist jetzt nicht so, dass ich da dann mit einem McDonald's oder Burger King Besuch nicht direkt 4000 Kalorien zu mir nehme, sondern halt immer mal eine Pommes, ein Burger, ein Shake. Und auch wenn ich halt ungesundes Essen liebe, kombiniere ich das immer mit so viel gesundem Essen, dass diese nur ungesunde Kombi mich so krass ausgenockt hat. Wirklich, ich war den ganzen Tag so energielos und träge. Ich fühle mich am nächsten Tag immer noch echt energielos. Ich freue mich schon auf meinen Obst- und Gemüsesmoothie. Wirklich, Leute. Und normalerweise ist mein Bauch immer super flach. Also ich zeige euch jetzt ja quasi meinen Bauch zur selben Zeit wie gestern. Also er sieht immer noch gut aus, finde ich. Aber vielleicht nicht mehr ganz so definiert wie vorher. Oh, er war vorher immer noch nicht definiert, aber er sah halt ein bisschen flacher aus. Ich weiß nicht, ich fühle mich so ein bisschen aufgedunsen. Also, war das Video cool? Ja, ich habe es gefeiert, das Ausprobieren. Aber ich würde es das nächste Mal definitiv mit so Sachen wie Avocado, Cashew-Creme oder sonst was irgendwie füllen, um auf 10.000 Kalorien zu kommen. Aber nicht mit so viel Fastfood ohne ein Stück Gemüse dazwischen. Auch wenn ich nicht ganz die 10.000 Kalorien geschafft habe, bin ich immer in der Nähe. Deswegen denke ich, es zählt. Ansonsten hinterlasst dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn ich öfter mal solche Videos in der Art ausprobieren soll. Und ihr könnt jetzt sehr gerne hier oben auf das i klicken. Dort findet ihr weitere Videos oder ihr könnt euch eins von diesen beiden Videos hier reinziehen. Hier sind meine Social Media Seiten. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!